wir uns Level 80 ab. Ja. Und unseren neuen Trunk und so. Apropos Tränke. Wo? Nein, wir nähern uns immer dem Ende, immer näher dem Ende. So, Feuerwiderstand hätte ich gerne, danke. Aber ich glaube, dann muss ich Selbstmord begehen, wenn wir fertig sind. Nein, nein, nein! Oh, der war nicht fertig, aber alles klar. Nein, nein! Das ist schon eine ganz schöne Gruppe. Nicht. Den Tod. War das denn für ein Verhaufen? Oh, blöder Vulkan. Aua. Warum kommt der denn immer direkt unter meinen Füßen? Warum so oft? Oh, vermachte Stiefel. Genau, meine ich. Genau, geht mir auch die ganze Zeit auf den Arm. So, was ist das denn? Reduziert Überwältigung. Okay. Warum? Jetzt wird's wieder lang, ja, rechts, links. Bis nach oben. Bleib bei dir. Aua. Ah. Warum explodiert hier alles? Ich muss warten. Oh, eine Truhe, ich muss sie öffnen. Da waren sogar was Legendäres drin. Da war ein Spinnviech drin, so ein ganz kleines. Ich bin noch nicht. Aber ist ja gut, dann bewege ich mich eben die ganze Zeit. Also, was geht? Oh. Aua. Ah, was ist das? Boah. Der schlachtet Gegner für Gold ab. Oh, so fertig. So, ja, muss schon halt Ende. Ich wollte mal den hier. Sag mir halt jetzt immer, wenn ich dahin gehe. Nö. Feuer, Feuer! Wir haben uns Tagebuch. Versteckt. Den Verrotteten, die selbst der Tyrann und seine Monster als zu unwürdig erachteten, um sie zu fressen. Die Kräuter, die Kuhn uns gab, haben geholfen. Sie haben meinen Geist benebelt und meinen Magen beruhigt. Zum Glück ist sie heil geworden, sehr schön. Nur ein polterndes Geräusch, als das Plätschern des Wassers, als sie uns in die alten Kanäle warfen. Wow. Es riecht nach Frucht und Tod. Schreiben ist nicht schwer, auch mit einem spitzen Bleistift. Morgen werden wir die Kanäle weiter erkunden. Spitzi, 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 spitzi. Pinkel, pinkel, Patrick, da, ich machte mir ein Sandwich. Und man hat nie wieder von ihnen gehört. Ey. Die sind echt bei dem Scheiß draufgegangen. Ja, Daniel, da waren wir schon. Hm. Aber ist ja nichts mehr. Jetzt hier weiter, okay.
Hier mal die Tür ist jetzt da offen. Sehe ich hier nicht, wie es hier weitergeht irgendwo. Hier die Tür, wo wir gerade waren. Nein, ein Nebel. Oh Gott, warte. Ja, ich will nicht mit dem Hebel interagieren. Alter. Okay, irgendwie kann ich mit dem Hebel nicht. Ich muss den Hebel schon betätigen. Ja, ich versuche die ganze Zeit, aber der bricht halt immer ab. Warum habe ich es dann beim ersten Versuch geschafft? Dann? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich glitschige Hände gehabt. Alles klar. Ey, was geht? Er ist tot. Okay. Und jetzt sind die Leichen auch fallen da. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Da hau ich rein. Ah. Hör auf, der spuckt Feuer, der eine. Ja, viele Sachen gerade. Ich geh mit dem. Ich tanze mit dem unter sein Schild. Ah. Oh. Oh, oh boy, oh boy. Hey, oh, was geht? Oh, ich habe keine Tränke mehr. Ich mache einen Rückzug. Aber den hier nehme ich noch mit. Und den auch. Ah. Aber wie viele? Ich bin noch am Leben hier. Ja, ich auch noch. Ich schaffe es hier noch zu überleben gerade. Jetzt hat mich erwischt. Oh Gott, ich habe null Tränke, also nur einen Trank. Jetzt war nicht wieder. Was mich da? Ich wurde von der Umgebung getötet. Ah, Vulkan! Vielleicht heißt das, der Vulkan hat mich gekillt, weiß ich nicht. Der lebt noch, das ist ein ganz normaler. Ah. Ja, Gegner, die Gegner kommen da, pass auf. Oh mein Gott, sie kommen direkt auf mich zu. Alter, gib mal ein bisschen weg, okay? So. Was halten die denn so viel aus? Oh, ich hab lange durchgehalten in dem Getumpel da. Ja. Wir sind relativ früh die Tränke ausgegangen, also muss ich einen Rückzieher ein machen. Fußballspieler. Fetter, giftiger Fußballspieler, der tot ist. Ich muss warten. Irgendwie nimmt der Fetter keinen Schaden. Ja. Mein Kollege. Mal ein paar Tränke, Mann. Hm. Oh, ich habe einen sehr guten Kolben bekommen. Ich rüste ihn erstmal aus. Hm. Plus 800 Schaden. Ja, bitte. Oh. Tränke. Ah. Hast du einen Gegenstand gefunden? Ja, einen neuen Kolben. 800 mehr Schaden. Das ist ganz schön krass. Ich muss warten. Oh Gott. Gefallen. Ich bin noch nicht
bereit. Geh mal sehr lang. Nein, oh, fuck, da haben wir mal von dem Vulkan erschlagen, nehme ich an. Oh Gott. Ja, ich zieh mich. Ciao. Oh, jetzt habe ich auch wieder Tränke. Oh, Level 80. Erheblicher Heiltrank. Gut. Warte auf. Ah. Ich bin noch nicht. Da ist aber ein paar dann. Ah, hier ist schon wieder ein Brunnen, der sich sehr verdächtig aus. Schlürf. Ah, es war eine Falle. Ja. Das könnte jetzt ein bisschen beschissen werden. Ach was. Da kommen noch ein paar Gegner von rechts. Boom. Ich renne einfach rein. Meinen dicken Schultern. Selbstmörder, Selbstmörder! Ah. Ich dachte, du meinst mich, weil ich da die ganze Zeit reinschalte. Nein! Ah! 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 Oh, oh, oh. Ich schiebe dich mal zusammen, ne? Ich geh da rein. Ich konnte die gar nicht wegschiffen, weil zu viele waren. Ich schiebe dich nochmal zusammen, Daniel, schnell da rein. Ja, die nehmen überhaupt keinen Schaden. Ja. Oh Gott, die kommen. Ah. Ich hab keine Essenz mehr. Ich geh da rein. Oh. Oh. Gut. Ich bin noch nicht. Oh Gott. Was war das denn? So eine Explosion. Da oben. Ja, wir nehmen dir gar keinen Schaden hier. Weiß, Daniel. Warte, ich komme. Nicht mehr viele übrig. Okay. Aber doch. Aber doch noch. Ja, das war ganz gechillt, ne? Ja. Nur ein weiterer Tag. Der närrischen Narren. Geh endlich drauf, Alter. Hör auf, so viel auszuhalten zum Teufel. Aber. Der verkackte Vulkan. Ich bin tot, Hilfe. Ich komm gleich wieder rein. Was? Ich muss meine Armee wieder aufbauen. Oh. Aber ich bin doch deine Armee. Was ist mit meiner Armee, was? Die hat uns so oft das Leben gerettet, Daniel, sie ist Familie. Hanna, Hanna. Der Daniel, ich hasse meine Armee. Familie. Was ist meine Armee? Ja. Ich hätte jetzt sagen müssen, ich hasse meine Familie. Da ist schon wieder eine Truhe. Oh, was ist denn hier schon wieder? Oh, 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 hört mal alle, ob ihr so rumzustapfen. Immer schon alle auf einen Haufen. So ist bra. Ich stell mir immer vor, ey, wie so ohne... Ich weiß nicht, ohne den Tackeln würden wir gar nicht hier klarkommen, ey. Nee. Ich bin auf nicht. Oh Gott.
Regner nahe vom Himmel. Nein, der Vulkan. Voll Vulkan. Vorsicht, Leute, mit Spinnen auf ihren Kopf. Er wird ein böses Viechband. Das hier das Ende, wenn wir den Leichenhaufen besiegt haben. Kann vielleicht sein, ne? Ja. Jo. Ich bin ausgefragt. Ja, aber man kann kein Volkwurst erschallt halt in Golden Kinder. Ja, ja. Aua, aber der hält so viel aus, der Kerl, Alter. Ist der vampirisch? Warum hält der so viel aus? Nein, der ist einfach nur fett. Ich sehe die ganze Zeit, wie seine Energie wieder raufgeht. Machen wir es die anderen Pullert. Ja, was ist das für einer? Dann tötest du den, ich komm nicht klar. Ich mach den so richtig keinen Schaden. Kaputt. Ja. Aua. Ich bin noch nicht bereit. Wer hast du den hier jetzt getötet? Der hat doch recht. Ganz fest auf ihn draufgehauen, ja. Mir hat der keinen Schaden genommen. Ey. Das heißt, er hat keinen Schaden genommen, aber der hat ihn sofort wieder geheilt gehabt, den Schaden. So, Kanäle von Guran in der Trockenschippe. Na ja. Null Problemo. So, wie lange dauert der Weltboss noch? 13 Minuten. Boah. Ist wieder so eine komische Zeit. Mal für den Baum ein paar grausige Gaben sammeln, dann oder zwei. Dann haben wir hier Uldors Höhle, eingestürztes Gewölbe. Ja, mache ich mir jetzt keine Gedanken drum. Ja, ich habe schon wieder, ich hätte schon wieder beinahe vergessen die Punkte. Scheiße. Irgendwie läuft das Ding schneller, oder will ich mir noch ein? Keine Ahnung. So. Warte mal, hatte ich. Trank hochleveln. Oh, ist vergessen. Jo. Wir haben den Trank. Ich habe meine ganzen Pringles hier im Laufe der Zeit weggefuttert. Du Pressmaschine. Das geht sofort auf die Hüften. Ich bin noch nicht bereit. Zum Glück nicht in die Schenkel. Schenkel? Müsste man nicht von der Wand abkratzen. Erheblicher Heiltrank. Jetzt geht wieder klar. Cool. Ja, vergiss nicht deinen Trank hochzuleveln. Ich muss warten. Habe ich schon. Ja. Ja, ich war ja gerade da drin. Eine gute Ausbeute. Meins. Achso, ja, ich muss meinen Knüppel hier hochleveln. Und das Ding hat wieder zwei Effekte anscheinend. Hm.
gleich meinen einzigartigen Ring wegpacken. Er ist nicht mehr so stark, so in Sachen Gegenstandsmacht. Oh nein, soll ich ihn weiter auseinandergenommen. Na gut. Adios, mein einzigartiger Ring. Effekt war sowieso nicht so gut. Lange lässt. Nächsten 5 Sekunden garantiert kritisch und verursacht kritischen Schaden zusätzlich. Okay. Ich muss warten. Dann gucken wir mal, was ich hier so reinpacken kann. Ja, diesmal bin ich nicht zum Juwelen-Ding gegangen. Bis zum so. Was habe ich denn vorher da drin, oder? Aber der Effekt war so gut mit dem Explodieren. Dann packen wir ihn jetzt da rein. Ja, ich glaube, da packe ich jetzt den Feuer. Nein. Ah, ich will das nicht aktivieren. Vergiss das, Daniel. Ja, ja. Auf ganz wenig Minuten. 1890, das habe ich doch. Okay. Entschuldigung. 13.000? Okay. Ich mache das gewöhnlich. Weiß nicht, warum das schon wieder hier so viel. Besondere. Okay, packen wir den gleichen nochmal da rein, nur halt mit mehr Sachen. Okay, rein damit. Jetzt explodieren die noch härter durch meinen Anstoß. Weiß nicht, warum das jetzt so viel stärker ist, aber okay. So, jetzt muss ich aber zum Juwelen-Dingen, ausnahmsweise zum Entsockeln. Edelsteine, die das Licht einfangen. Seht sie euch an. Was ist das? Waffe? Nee. Achso, doch, hier. Ah, gibt es irgendeinen Edelstein, der mir mehr HP gibt? Ja, der rote. Ja. Ist der Rubin. Ja. Ja, aber. Er muss ja eine Rüstung stecken. Ah, okay, ich brauche für Schmuck leider. Schade. Ach, bei Schmuck ist halt immer je nach Farbe ein verschiedener Widerstand, ne? Ja. Also der grüne ist hier Giftwiderstand, blau ist Eisgegenstand-Widerstand. Okay, davon weiß ich nichts. Da denkt doch davon ab, in welches Rüstungsteil die du... Ja, ja, das meine ich ja hier. Also jede verschiedene Farbe gibt einen anderen Widerstand beim Schmuck halt. Die Grünen geben halt Giftwiderstand, wenn du die im Schmuck packst. Die Blauen geben Eiswiderstand, okay, wenn du im Schmuck packst. Sein, das weiß ich nicht. Daran, nach den Farben habe ich nicht geguckt. So, aber packe ich jetzt hier rein. War ich dann vorher da drin? Ne? Ach, gar nichts, weil ich da keinen hatte. So ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist entweder ist das da gibt es ein Limit, wie viele Sockel du reinmachen bestimmte Sachen kannst. Oh, ich habe noch nie einen Sockel reingepackt irgendwo. Ich kann keine Sockel mehr. Ich habe nicht in allen meinen Sachen habe ich. Hm.
Weiß nicht, womit das. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Gegenstände mit Sockeln. Und in die anderen zwei kann ich keine reinpacken. Hm. Also nicht. Ich frage mich, ob das an den Gegenständen liegt, dass man da nichts reinmachen kann oder ob da ein Limit ist, dass man nicht in alles irgendwas reinmachen kann. Ich nehme an, da kommt drauf an, wie viele Sockel da ursprünglich drin waren. Ne? Ich habe jetzt ja, hier... da sind ja keine Sockel drin, aber ich kann keine weiteren Sockel mehr machen. Okay. Also ich habe jetzt zwei Gegenstände, da sind keine Sockel drin. Ich kann auch keine Sockel da reinmachen. Okay, weiß ich nicht, wo das liegt. Ich auch nicht, da steht also nichts. Ich kann mir nur vorstellen, dass es ein Limit gibt. Weiß ich nicht, dass du nicht in alles irgendwie was reinpackst. Hm. Also hier steht nichts in den Gegenständen, dass du die nicht irgendwie sockeln rein kannst. Also nicht, wo das liegt. Was ist denn Schmuck aufwerten? Achso, das ist wie beim Spiel. Du kannst ja deinen Schmuck ja auch verbessern. Ja. Also bin ich deine. Der redet nicht von deinen Edelsteinen dann. Also. Wirksame Veränderung, Trophäe. Alles klar. Haben wir noch nie gemacht. Hast du noch nie deinen Schmuck verbessert, Daniel? Nee, ich dachte, man kann den nicht verbessern. Doch klar, man kann alles verbessern dann. Ich bin ja einmal zum Spät gegangen dafür und da konnte ich die halt nicht hochleveln. Deswegen habe ich gedacht, das kann man nicht. Juwelier gehen. Ja. Irgendwie sehe ich das Level aber von denen da nicht. Doch da. Ich habe die haben nicht so einen Balken. Stücke, edel und selten. Dann machen wir das mal. Was kriegen wir dann dafür? Kann man ja mal machen. Das Beste an. Scherben des Himmels. Ja, da sieht man die Dinger. Beim Amulett sieht man das irgendwie nicht. Möge das Licht okay, was mache ich hier gerade? Jetzt habe ich, ich habe einen, den ich gar nicht ausgerüstet habe. Ah. Schon sagen, warum sind da keine Dinger? Keine Balken so, der wurde schon ein, zweimal hochgelevelt. Dann bis zum nächsten Mal. So. Dann packen wir noch einen da rein. Da brauche ich eigentlich nur die. Die Orangen. Heil, ich will keinen Code eingeben. Da sehe ich denn, dass jetzt hier Basisschaden erhöht. Ha. Fruchtwaffenschaden. Schaden mit Basisfähigkeiten. Während die als Basisfähigkeiten gezeichnet sind. So meine normalen Angriffe, ne? Basisfähigkeiten. Ja. Also meine normalen Angriffe. Ist interessant. So, bin ich fertig. Ein Ansturm, das habe ich da rein, das habe ich da rein. Alles klar. Okay. Oh, der Weltboss fängt in einer Minute an. Ich bin schon da. What? Wir sind so schnell eingekommen.
während du da am Quatschen warst, ist auch nicht weit. Lass ja mal Bescheid sagen. Du warst beschäftigt. Ja, aber das ist doch nicht so wichtig. Das kann ich hier nicht tun. Reite meine treue Stute. Er hätte sich auch teleportieren können, oder? Ja, aber ich weiß ja nicht, wer es geht. Ich muss warten. Auf Anhieb, so. Mach das ja nicht so. Das lila Portal, wo mein Name drauf steht. Ja, ich mach das aber so. Weißt du, wie selten ich das mache? Meinst du, ich weiß das auswendig? Das ist daran, sich nicht zu merken. Das sind lila, das sind zwei Portale. Das eine ist. Aber ich mache es doch so selten. Alles klar. Woher soll ich denn da wissen? Ist ja gut. Ich gebe mir mal einen Trank. Nehmen wir 5% mehr Erfahrungspunkte. Ashava, Duriel. Da steht die Verseuchte, warum ist das? Da steht da Duriel. Ich weiß nicht. Ich sage aber nur Duriel. Okay, der ist gleich schon vor. Da ist einer gestorben. Ja, ich belebe den wieder. Aua. Autsch. Ah, ich auch, fuck! Nein. Ah, weil ich den wiederbeleben wollte. So hat. Ah. Ah, ah. Gut gemacht. Alter! Ja, ja, dafür haben wir auch so Baumsachen bekommen. Cool. So. So, dann mal wieder hier. Ich brauche keine beste Rüstung. Aber ich glaube, bei mir ist die Internetverbindung abgehakt. Leute laufen ja auf dem. Auf der Stelle. Nein. Das Frost habe ich doch glatt die restlichen meiner Pringles weggefuttert. Ganz weggefuttert. Ja. Da war ja noch ein paar Krümel übrig. Ich habe gefragt, was du weggefuttert hast, nicht schön. Meine Pringles. Meine Bootleg Pringles, meine Surfs. Ich hab die so hier. Ich hab das Ding irgendwie so gekippt, so ich hier so in meinem Mund so reinfließen lassen kann. Aber ich habe unterschätzt, wie viele noch da drin waren. Ja. Oh Gott. Gott kann er jetzt auch nicht mehr helfen. Tisch. Oh, Eis. Oh ja. Er klingt immer so, als würdest du mich davor warnen wollen. Mit dem Eis. Wo du derjenige bist, der dauernd dadurch stirbt. Aber ich wollte jetzt mal gucken, was haben wir hier überhaupt. Die Monsterangriffe reduzieren den Schaden eurer kritischen Treffer. Monsterangriffe auf der Distanz erhöhen die Abzugszeit eures Tanks. Monster werden angepisst, wenn wir welche töten. Okay, da verursachen die mehr Schaden. So. Ich hab jetzt auch so ein bisschen neues Equipment. Boah. Oh Gott. Wir haben einen besseren Knüppel jetzt. Einige Sachen, meine Amulette und so sind ja jetzt auch hochgelevelt. Okay. Boah. Ich noch ein paar Punkt. Tank sollte ich gleich auch noch mal einsetzen, habe schon wieder vergessen. Was haben die ja Blitze, ne? Da.
Okay. Aber ich bin doch mein. Also auch noch ein Stärke. Wie hab ich denn den schon wieder verpasst? Was geht noch hier? Und Stärkepunkt. Also, ja. Noch zwei Stärkepunkte auf meinem Brettchen. Ich will gar nicht wissen, was meine. Wie stärker hast du denn dann? Insgesamt 684. Ich habe 584 Intelligenz. Okay. Ich muss warten. Na, Intelligenz ist meine Stärke. Ja. Was zum? Aua! Ich habe nicht genug Brot. Okay, irgendwie hat sich gerade eine Angriffsschärfe von 11.000. Ich bin noch nicht bereit. Au! Ich weiß nicht, was hier im Kampf passiert, aber irgendwas beeinflusst meine Angriffsstärke die ganze Zeit. Ja. Ganzen Effekte und so, ne? Das Unaufhörliche. Ach ja, ich habe dieses eine Ding, was, wenn ich still stehe, dann wird mein Angriff erhöht. Das hab ich auch. Ich frage mich schon, warum ich hier im Menü bin. Da war übrigens ein Fetzen, ne? Ja, das steht dann, da erhöht sich deine Angriffskraft. Kannst du dann sehen, wenn du dich nicht bewegst. Ja, ja, ich habe mich schon gewundert, warum meine Zahl auf einmal nach oben geht. Oh, der macht Feuer. Oh, da war. Ist das die Hölle? So anders als das Leben in Sanctuarium. Ist es das? Ich glaube nicht, dass das Leben in Sanctuarium, also diese Welt hier, so anders ist wie die Hölle. Was? Der Typ aus dem Fetzen, ja. Dieses Tagebuch, was wir da gefunden haben. Also. Hat er reingesammelt. Ich hab hier gar nichts. Ja, hier war gerade irgendwo eins. Also irgendwie sagt so, oh, das Leben ist ja die Hölle, ganz anders wie das Leben in Sanctuarium. Ja, weil diese Welt ja auch voll so mit Sonnenschein ist, ne? Was tut da für ein Monolog mit wem? Ja, hier war jemand am Reden wegen so ein Tagebuch. Er hat sich beschwert, dass die Hölle so schlimm ist und Sanctuarium so gut ist. Und überhaupt nicht so ist wie die Hölle. Mit den ganzen Monstern und Dämonen und was weiß ich nicht. Stehen, um meinen Schaden zu erhöhen. Ich habe auch mehrere Sachen, wenn ich nicht stehen bleibe. Wenn ich meinen Berserker-Modus oder so anhab, dann geht mein Schaden auf 12.000 hoch. Verdoppelt sich voll. Und zum. Die Ruine 3. Musketiere. Der ist weggesprungen. Ich bin zugelöst, der ist weggesprungen. Ich hab's gesehen. Ich hab mich nicht wagen. Er hat auf meine Windschutzscheibe gesprungen. Ich muss warten. Okay, HP. Ich bin noch nicht. Nein. Was? Okay. Ah? Wer bist du denn? Was? Also wegen meinen Dorn. Ja, wow, wir müssen auf einmal tot gewesen.
Nein, es war eine Falle. Warum? Ich muss warten. Da schon wer getriggert, ey. Ah, okay, dann. Voll drauf gehauen. Diese großen Dämonen halten nicht annähernd so viel aus wie alle anderen. Ey. Ja, irgendwie nicht, ne? Ich habe keine Wut mehr. Ich muss. War's schon? Noch mehr. Das wird euer letzter dummer Fehler sein. Toll. Okay. Das ist ein bisschen awkward hier gerade. Yay! War ein bisschen merkwürdig, dass der nichts mehr gekommen ist. Tödlicher Schrein. Alles ist kritisch. Aua. Alter. Bin ich rausgenommen? Starke die Party. Nein. War nur geklatscht. Oh nein, man hätte das gedacht, Gegner. Aua. Da. Okay. Gut, dann nehmen wir den Stein. Ruhe erhalten. Aber wir sind noch 20 Level vom Maximum Level entfernt. Nein. Dann können wir alles mit der ganzen Welt aufnehmen. Sogar mit Duriel. Wer auch immer das ist. Ich glaube, Ereignis. Ja, wir machen ja schon. Ja. Ja, macht, kämpft ihr mal. Ich muss warten. Aber gleich. Ich würde fliegen, ey. Ja, da kommen Gegner. Was ist das denn? Ah, für Wirbel, was du hast? Ein vermachter Weinschutz, der bei mir. Nicht viel.
Nein. Ich kann so viele meiner Sachen nicht hier wechseln. Weil die alle immer mit so geilen Effekt verbunden ist hier. Ich kann meinen Dornpanzer nicht abnehmen. Ich kann ich muss entrinnen. Ist bei mir voll kacke, aber dafür kriege ich voll viel Verteidigung. Wenn ich die herausnehme, die Effekte, dann sind die ja schwächer, glaube ich. Ja. Hier durch die ganze Gegend. Ich muss warten. Nein, mein Charge war nicht fertig. Ich habe keinen verstanden gerade. Okay, alles klar. Ich bin noch nicht bereit. Oh. Oh. Warum so viel Schaden? Was macht mir so viel Schaden? Warum tut der Fliegenschwamm so viel aushalten? Ich bin tot. Nach da ist der Waffe. Boah. Oh, hier kann man gar nicht raus, immer. Eine Sekunde. Jetzt habe ich einen Rückzug, Mann. Hier kann man auch nicht raus. Warte. Ich muss die, glaube ich, erstmal hier enttriggern. Ich bin noch nicht bereit. Mann, verpieselt euch. Heiliger Ring. Ah. Ich muss warten. Mann, du blöd. Komm mal weg. Aua. Da. Ich komme. Ich muss warten. Irgendwo da war der Buffer. Du hast jemanden und mein Tentakel zieht ihn auf der Schussbahn. Ja. Ja, wo ist der Buffer? Haben wir schon erledigt. Oder war einer? Ich voll mich reingerannt, hat sich selbst ausgenockt. Da. Ich bin noch nicht bereit. Andere Anime von Oda, von dem Macher von One Piece. Ja. Rausgekommen, oder ich weiß nicht, ob da nur eine Folge war. Da geht es um den Schwertkämpfer, der den Drachen getötet hat. Ja, sag mir irgendwas. Der Zorro hatte doch das Schwert von dem, Shusui. Ah.
Das ist ja der Zombie-General, der den Minion Zorro. Ja, ja. Ja, über den gebe ich, weiß nicht, ob das nur eine Anime. Also. Also. Als er noch lebendig war. Also eine, so ein Special, so eine OVA oder so, nehme ich an. Kann gut sein, weiß ich nicht. Das ist Zorros Vater. Na, er ist ja nicht schlecht. Warum? Er ist denn seine Schwester, hat er gesagt. Ich habe verstanden, der ist schwächer. Ja, ich habe gesagt, ich bin seine Schwester. Ja, ich habe verstanden, der ist schwächer. So als wäre irgendwie so eine. Ein Grund, dass er nicht sehen sein Vater sein könnte. Ich bin noch nicht bereit. Boah, ich soll vielleicht erstmal auf den Buffer gehen. Stell mal vor, wir hätten dann hier rausgefunden, dass diese Orangen, diese lilanen Tür mit den lilanen Augen irgendwie so Buffer sind. Wir gehen in jede einzelne Dungeon rein, so nein, was machen wir denn jetzt hier? Die Gegner sind so stark. Aua! Ich hoffe, ich habe das geändert, ey. Ja, ich bin schon, wenn wir die schnell erledigen, dann sind die Kämpfe ganz schön einfach. Ruf der Heiligen. Oh, nice. Oh, ich habe auch Bastion des Glaubens 31. Aber die haben wir schon. Also langsam müssen wir uns hier heranschleichen in den 30ern. Nehme ich an. Der kommt noch klar. So. Ein da. Oh, da ist er schon. Boah, Alter. Bleib jetzt einfach stehen, lass dich mich an. Da wird. Oh, wie mächtig wir langsam werden, ey. Hier liegen nur Tränke. Wie viele Tränke hier sind hier denn so 10, 20 Tränke? Ja, auf Stufe 15 der Teil. Ja, cool. Was nicht, was du da für ein Ding hast, du hast wahrscheinlich andere Dinger wie ich, ne? Da wäre ich nicht erst gekommen. Hm? Ja, da wäre ich nie drauf gekommen.